Herzlich willkommen beim Verband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller hier auf Twitch. Unser heutiger Abend heißt Schreiben über andere Biografien. Drei Autorinnen kommen nachher zu mir, mit denen werde ich darüber reden. Es sind Marion Tauschwitz, Petra Gabriel und Helen E. Meyer. Wir können diese Sendung machen, weil es die Neustart Kulturgelder gibt, die über den Deutschen Literaturfonds vergeben werden. Seit dem 7. Januar machen wir auf Twitch TV diese VSON-Lesung. Die letzte Lesung der ersten Staffel ist nächste Woche. Und nächste Woche heißt es dann Literatur und Politik. Und wir haben unter anderem nächste Woche den ehemaligen VS-Vorsitzenden Uwe Friesel dabei. Und ich glaube, nächste Woche, der Abschluss, wird noch eine ganz besondere Lesung, ein ganz besonderer Abend. Ich bin Svenja Ulsson, stellvertretender Bundesvorsitzender. Mein Lebensthema ist der Suizid. Nicht meiner, aber literarisch. Normalerweise, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, macht Isa die Technik. Sie hat die ganzen Wochen immer die Technik gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass alles reibungslos funktionierte. Morgen startet die Buchmesse Saar. Isa ist dort involviert. Deswegen ist sie heute nicht dabei und wir müssen auf die Technik verzichten. Das heißt, wir fliegen heute blind. Ohne doppelten Boden, ohne Sicherungsseil, sondern ja, wir gucken mal, wie das klappt mit der Technik. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt starten wir und ich begrüße bei mir hier in der Runde Marion Tauschwitz, Petra Gabriel und Helen E. Meyer. Seid so nett, kommt zu mir. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich ganz besonders. Helen E. Meyer, sie war Barkeeperin und ist über einige längere Abkürzungen inzwischen bei ihrer Passion dem Schreiben gelandet. Sie liest, wenn ich das richtig notiert habe, aus Wo soll ich wohnen, wo? Herzlich willkommen, Helen. Danke. Kurze Frage an dich. Was ist deine Waffe, das Florett oder der Stift? Tja. Vielleicht ein Stift, der wie ein Florett aussieht. Wollen wir es für die Zuschauer da draußen aufklären? Warum das Florett? Helene Meyer war eine ganz berühmte Florettfechterin. Klar. Sie war zigfache Meisterin und die erfolgreichste Florettfechterin in der Geschichte des weiblichen Fechtens. Ja. Die zweite in der Runde, Petra Gabriel. Sie leitete die Lokalredaktion in Bad Säckingen und brach dann nach Berlin auf, um Krimis zu schreiben. Sie liest aus Madame kam aus Amerika. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke. Kurze Frage, sind die Toten in Berlin die besseren? Nee, wir haben die überall. Die gibt es in Berlin. Ich schreibe bei Berlin Krimis, aber ich schreibe auch Hochrhein-Krimis und da gibt es auch Tote. Manchmal aber auch nicht. Manchmal schreibe ich Krimis ohne Tote. Gut. Den Reigen beschließt heute Marion Tauschwitz. Sie studierte Anglistik, Germanistik und lernte vor 20 Jahren Hilde Domin kennen. Sie liest aus Das unverlierbare Leben, Erinnerungen an Hilde Domin. Herzlich willkommen, Marion. Guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf und muss gleich korrigieren. Ich lese aus Selma Meerbaum. Ah, der wundervoll. Hat aber auch irgendwas mit Hilde Domin zu tun, also den Bogen kriegen wir hin. Den kriegen wir, das ist über, vor allen Dingen, Überraschungen sind ja immer schön. Was wäre das Leben, wenn es keine Überraschungen gäbe? Frage an dich. Wie viele Journalistinnen haben dich schon gefragt, ob Hilde Domin dein Leben verändert hat? Diese Frage kommt immer am Schluss einer Lesung und ich beantworte sie eigentlich gerne, denn Domin hatte mein Leben verändert und zwar zum Guten. Also von daher ist das keine unangenehme Frage. Also keine Frage, die man nicht stellen darf. Nein, gar nicht. Gut, dann legen wir los.
Petra und Marion, ihr habt noch ein bisschen Ruhe, ihr dürft noch euch zurückziehen und zulauschen und ähnliches mehr winken. Mikrokamera aus. Helen. Geboren in Karlsruhe. Und wenn ich das so sehe, hast du eine ganze Menge gemacht in deinem Leben. Du warst Buchhändlerin. Du hast das Buchhändlerin gelernt? Nein. Nein, aber du warst Buchhändlerin. Nein, ein Frauenbuchladen. Das war Teil der Frauenbewegung, das wir damals einen Frauenbuchladen gegründet haben. Ja, ich bin ja gelernter Buchhändler. Mhm. Und ich war irgendwann in Barcelona und traf jemanden, der sagte, er ist Buchhändler. Und ich sagte, musst du das lernen? Und er guckte mich an, als wenn ich irgendwie vom Mond käme, unter dem Motto, wieso muss man sowas lernen? Ja, wahrscheinlich muss man das nicht lernen, oder? Man kann sich reinarbeiten. Ja. Also das Interesse an den Büchern war sowieso da, die Kenntnis der Bücher auch. Und das Formale, also wie man die bestellt und wie man abrechnet und diese ganzen Sachen, das musste man halt lernen. Ja. Du warst Barkeeperin, Deutsch-Politiklehrerin, EDV-Vertriebsbeauftragte. Also du hast Germanistik, Politik studiert. Du hast einen großen Strauß an Tätigkeiten gemacht. Inzwischen arbeitest du als Autorin und Dozentin, bist Lektorin. Inwiefern zehrst du von diesen ganzen Berufserfahrungen? Eigentlich von allen. Also ich habe Germanistik studiert, deswegen kann ich lektorieren zum Beispiel. Schreiben studiere ich übrigens immer noch am Studium für Literatur und Theater in Tübingen. Dann Barkeeperin, das war halt die Zeit damals, ja, also wo man halt nachts ausgegangen ist und in Bars rumstand. Und dann war das ganz praktisch, da davor zu stehen und bestimmen zu können, wer rein darf und wer nicht. Aber du zehrst noch davon, von diesen Erfahrungen, oder? Ja, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Du liest Wo soll ich wohnen, wo? Hm? Und ich glaube, ich werde mich jetzt einfach mal zurückziehen, dich dem Publikum überlassen. Und ich bin ganz gespannt und wünsche allen da draußen viel Vergnügen, viel Spaß, gute Unterhaltung und wir sehen uns gleich wieder. Du hast einen bedeutungsschwangeren Blick in die Kamera, dann weiß ich, es ist zu Ende oder so. Danke. Genau, viel Spaß und bis gleich. Okay. Tingen, 25. Juni 2013. Liebe Mutter, du wolltest nach mir sehen, hast es geahnt. Ich lag nur noch auf dem Bett, verkroch mich wie ein krankes Tier. Ich stelle mir vor, wie du, um das Geld für die Fahrt zu mir zu bekommen, nach dem Frühstück im Aufenthaltsraum in dein Zimmer zurückgehst, deine feinen Locken kämmst, mit einem Stift deine hellen Augenbrauen in einen dunklen Bogen verwandelst, die Kette aus bernsteinähnlichen Steinen anlegst, die sich deine Urenkelin Paula jetzt gern um den Hals hängt, und vielleicht noch die kupfernen Ohrclips mit den drei ineinander verschlungenen S. Wie du deine Fingernägel zu spitzen Dreiecken schneidest, eine Mode, über die ich mich immer gewundert habe, und deinen Mantel anziehst. Du hast dich meist bemüht, gepflegt auszusehen. Nur gegen Ende trugst du plötzlich derbe Turnschuhe. Ich fand deine Ausstrahlung bis ins Alter anziehend, ja, sogar sinnlich. An diesem Dezembermorgen 1976 gehst du also aus dem roten Backsteingebäude, dem Frommerthaus, sagst vielleicht noch zu einem Mitbewohner, er solle der Heimleiterin Bescheid geben, du gingst zum Sozialamt. Du läufst die Kreuzstraße vor, überquerst den Marktplatz mit der Karlspyramide und bleibst auf dem breiten Boulevard der Kaiserstraße bis zum Mühlburger Tor. Dieses Mal gehst du nicht bis zur Gabelstraße, in der dein Ex-Mann wohnt, oder noch weiter vor bis zur Rheinstraße, wo dein Elternhaus und euer Schreibwarengeschäft stand, sondern betrittst ein mehrstöckiges, weitläufiges Gebäude mit dämmerigen Fluren, klopfst an eine Tür, wartest, bis du hereingerufen wirst. Nein, das geht nicht, sagt kopfschüttelnd ein Beamter, für den du eine nette, aber seltsame Alte bist. Aber vielleicht ist diese Amtsperson ja auch jung und freundlich, wie deine Schwiegertochter Renate, die auch in einem Sozialamt arbeitet. Nein, den Unterhalt können wir Ihnen nicht ausbezahlen.
Ja, wenn Ihre Tochter ein Kind bekommt, das ist eine Ausnahme. Da darf ich kommen, schreibst du, daran gewöhnt, für alles um Erlaubnis zu bitten. Karlsruhe, 10. Dezember 1976. Liebe Dora, anbei den fertigen Schal und Handschuhe und ein Geldbeutel. Deinen Brief habe ich erhalten. Wenn du mich brauchst, schreibst du, meldest du dich. Aber es ist so, ich brauche dich. Wir nehmen mit noch jemand von unseren Freunden eine Vier-Zimmer-Wohnung in Tingen und ich bekomme bei euch ein Zimmer. Dann koche ich auch bei euch. Wir nehmen alle Haushaltsgeräte nach Tingen. Ein Kinderbettchen habe ich von Frau Kaub erhalten. Karl soll es mitnehmen im Frühjahr. Wir wollen eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder eine Vier-Zimmer-Wohnung mit Siegfried, seiner Freundin Elli und dir zusammen. Wie wäre das? Rede mal mit ihnen, was die meinen. Selbst kochen ist viel wert. Das Sauerkraut war heute nicht gut. Es ist schlimm, wenn man immer etwas essen muss, was einem nicht schmeckt. Karl soll alles, was ich hier habe, nach Tingen fahren. Wir nehmen uns eine Wohnung. Gruß und Kuss, Mutti. Grüße auch Siegfried und Elli. Ich musste letztes Mal so schnell fort. Schreibe bitte wieder, wie es geht. Tingen, 13. Juli 2013. Liebe Mutter, welcher Schal, welche Handschuhe, welcher Geldbeutel? Da mich Kleidung nie besonders interessierte, behielt ich diese Dinge nicht im Gedächtnis. Aber das ist sowieso mangelhaft. Vieles verschwindet wie in einem schwarzen Loch, das vielleicht damals, als wir so abrupt von dir getrennt wurden, entstanden ist. Du hattest mir einen Schal gestrickt? Doch, jetzt taucht das Bild eines kunterbunten Schals vor mir auf. War er das? Inzwischen verstehst du sicher, dass ich als junge Frau einen anderen Geschmack hatte als du. Aber der kunterbunte Schal gefiel mir, ich trug ihn sogar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du strickend im Aufenthaltsraum saßt, an einem der langen Esstische, an dem du essen musstest, was dir nicht schmeckte, und dich jemand fragte, was wird das, Frau Grün? Ein Schal für meine Dori, die braucht doch jetzt was Warmes im Winter. Oder saßt du vielleicht in deinem Zimmer oben, wo du mehr Ruhe hattest und dich niemand mit den Worten verscheuchte, Frau Grün, Sie müssen jetzt hier weg, wir müssen putzen, den Tisch decken. Und Handschuhe, auch aus Wolle? Nein, jetzt tauchen zwei hellgraue Wildlederhandschuhe vor mir auf, damenhaft, mit Pelzbesatz. Damals trug ich eine Parka über langärmligen Männerunterhemden, grüne Militärhosen und Cowboystiefel. Deine damenhaften Handschuhe und den zierlichen Geldbeutel, schwarzes Lackleder, in dieser Art Verschluss, den es schon lange nicht mehr gibt, zwei Metallknäufe, die man gegeneinander drückt, habe ich wahrscheinlich weggeworfen. Entschuldige, ich hätte sie dir zu Ehren aufheben oder sie jemand schenken sollen, der sie brauchen kann. Deine Worte, aber es ist so, ich brauche dich, erschüttern mich immer noch. Du hast mich, deine Kinder gebraucht und wir haben dich nicht aus deiner unwürdigen Lage befreit. Auch Karl, den du vorgestern vor 66 Jahren geboren hast, denkt inzwischen so. Er träume von dir, sagte er am Telefon. Ich war damals so jung, habe nicht das gewusst, was ich jetzt weiß, dass Mutter bei meiner Hochzeit nicht dabei sein durfte, nur weil Vater sie nicht sehen wollte. Heute würde ich das nicht mehr zulassen. Es tut mir so leid. Wir begriffen damals nicht, dass du die Hoffnung, eines Tages wieder mit uns zusammen zu sein, nicht aufgeben konntest, sonst wärst du wahrscheinlich zerbrochen. Zu seinem Geburtstag unternahm Karl einen Ausflug mit deiner Enkelin Johanna. Und weißt du, wohin sie fuhren? Nach Karlsruhe, an dein Grab. Das war Karls Geburtstagsausflug. Er wird die kleinen Wildrosen, die du so gerne mochtest, gegossen haben, vielleicht auch gedüngt. Karl hat sich am meisten um dich gekümmert, dich regelmäßig besucht, mit der Heimleitung gesprochen. Die anderen waren zu weit weg, aber auch nicht so mitfühlend, hilfsbereit wie er. Und als du im Pflegeheim starbst, benachrichtigten sie zuerst ihn, obwohl ich dich genau in diesem Moment anrief.
Wir haben eine Besprechung, versuchen Sie es in 10 Minuten nochmal, sagte eine Pflegerin an diesem Sonntagabend. Als ich das nächste Mal anrief, rannte eine andere mit dem Telefon durchs Haus. Frau Grün, Frau Grün! Ich hörte, wie sie an eine Tür klopfte. Frau Grün? Dann war plötzlich Stille. Mein Herzschlag setzte kurz aus. Keine Panik, sagte ich mir. So reagierst du manchmal auch bei Jonathan. Rufen Sie später nochmal an, hörte ich dann. Als ich zum dritten Mal anrief, nahm niemand mehr ab. Es war ein schöner Sommerabend im August 1997. Ich radelte nach Heiligensee hinein, zu einem alten Restaurant an der Havel, trank ein Bier neben der Fähranlegestelle, sah die Sonne im Wasser untergehen. Wieder zu Hause blinkte mein Anrufbeantworter. Auf die ersten beiden Anrufe hatte ich keine Lust. Dann, schon im Bad, hörte ich eine raue männliche Stimme. Wer war das? Ich spulte zurück. Es war Karl. Bitte sofort zurückrufen. Das klang ernst. Ich suchte hektisch seine Nummer. Er war gleich dran. Etwas Schreckliches ist passiert. Mutter ist gestorben. Friedlich eingeschlafen, hat der Notarzt gesagt. Herzversagen. Du hast doch noch dort angerufen. Ja. Wann ist sie? Um 17.59 Uhr. Als ich anrief, war es 6 Uhr. Das Pflegeheim rief dann mich an, erzählte Karl. Ihre Mutter ist bewusstlos. Wir rufen jetzt den Notarzt. Davor haben sie anscheinend gebadet. Das konnte sie doch allein. Einmal hat sie sich fürchterlich aufgeregt, weil sie ihre Sachen einfach weggeräumt haben. Sie hat fast geweint. Vielleicht hat sie sich so aufgeregt, dass ihr Herz aussetzte. Herzversagen. Karl war der Meinung, du hättest dich zu sehr aufgeregt über die Demütigung, dass man dich nicht allein baden ließ. Oh Gott, wenn ich mir das vorstelle. Du hast gern gebadet, es genossen, im warmen Wasser zu liegen. Warum habe ich dich bei mir nie baden lassen? Andererseits sagte der Arzt, friedlich eingeschlafen. Das sagen sie immer. Hast du deinen Herzschlag angehalten, weil du so nicht mehr weitermachen wolltest, dein Leben für abgeschlossen hieltest? Du wolltest mit 77 sterben, wie Vater. Das hast du immer gesagt. Es ist dir gelungen. Weißt du, dass ihr für mich ein Vorbild im Sterben seid? Vater sah im Tod so friedlich aus und du hast dein Ableben womöglich selbst beschlossen. Danke. Ja, vielen Dank, Helen. Was ich mich gerade frage, welche Person oder welche hat dich biografisch mehr fasziniert? Dora? Oder die Mutter? Die Mutter. Die Mutter? Mhm. Weil du schreibst ja im Grunde auch ein Stück Biografie Dora. Ja, genau. Also das kommt auch dazu. Aber das Buch kreist eigentlich um die Mutter. Also um ihr Leben, um das, wie es ihr ging, wie sie so geworden ist, wie sie war. Um ihr schon ziemlich schlimmes Schicksal, weil sie ist psychiatrisiert worden. Kinder sind ihr weggenommen worden. Es war so in den 50er Jahren, damals hat man alleinerziehende Mütter auf die Kinder weggenommen. Und ich wollte dieses Schicksal einfach nochmal aufarbeiten. Also das hat mich am meisten interessiert. Und dazu habe ich dann ihre Tochter praktisch Briefe an sie schreiben lassen, damit es lebendiger wird. Ja. Wie bist du auf diese Person Lilo Grün gestoßen? Also was war für dich so der ausschlaggebende Moment? Ja, die ist in meinem Familienumfeld, gibt es ein Schicksal. Mhm. Und mich haben diese Frauen auch interessiert, denen man damals die Mütter weggenommen hat, natürlich auch die Kinder weggenommen hat, natürlich auch die Kinder. Und ich wollte einfach, und diese Frauen waren, also oder jedenfalls meine Lilo Grün, den Namen habe ich natürlich geändert, die war auch ziemlich unkonventionell. Für diese Zeit nach dem Krieg und wurde dann psychiatrisiert. Also ich nehme an, dass sie war gar nicht psychisch krank. Und dieses Schicksal wollte ich einfach lebendig machen. Ja. Dem wollte ich nachspielen sozusagen. Im Chat wird applaudiert. Mhm. Der Applaus gehört dir. Oh, danke. Wir können ihn nicht hören.
Neulich habe ich mal damit experimentiert, aber das ging daneben mit dem Applaus hören. Also deswegen sage ich es jetzt mal weiter. Letzte Frage beim Schreiben. Die Mutter lag dir näher, es ging dir mehr um die Mutter. Welche der beiden Figuren war schwieriger für dich zu fassen? Die Mutter oder die Tochter? Eindeutig die Mutter. Weil es so schwierig war, die Fragen zu beantworten. Was hat sie erlebt im Krieg, nach dem Krieg? Weil sie ist 1920 geboren. Sie hat auch den Faschismus erlebt. Und ich habe natürlich auch die Zeitumstände recherchiert. Und das hat mich auch total interessiert. Wie lebt man da? Wie ging es einem da? Und dann wurde sie auch noch psychiatrisiert. Also sie ist dann aber Gott sei Dank nicht der Euthanasie zum Opfer gefallen. Das wäre beinahe passiert. Ja. Haben sich die beiden Figuren verändert im Schreiben? Ja, auf jeden Fall. Durch die Arbeit? Kannst du sagen, die sind hinterher irgendwie anders, als du am Anfang dachtest? Ja, also in gewisser Weise, wobei ich dann, also die Wirklichkeit hat sich oft natürlich auch mit der Fiktion vermischt, ja, weil ich musste ja Lücken sozusagen ausdenken. Oder recherchieren, was war da passiert, was könnte da passiert sein. Und dadurch ist dann plötzlich eine Figur entstanden. Die hatte dann auch Eigenheiten, Eigenschaften, die ich vorher gar nicht kannte. Schön. Wir werden nachher noch ein bisschen weiter über die Frage Biografien reden, schreiben. Wie macht man das? Was passiert einem dabei? Fürs Erste vielen Dank. Gerne. Ellen, du darfst dich jetzt ein bisschen ausruhen. Ja. Petra kommt zu mir. Da ist sie schon. Hallo Petra. Ich grüße dich. Ja. Danke. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ach, gerne. Gerne. Was meinst du, wie mich das freut, dass ich hier sein darf heute? Ja, das glaube ich. Bei fünf Blondinen. Fünf? Drei, natürlich. Drei? Ja. Haben wir noch mehr? Nein, wir drei. Naja, du, bei dir weiß ich das jetzt nicht so genau. Ich sehe es ja nicht. Gut, kommen wir erstmal zu dir. Du bist gelernte Hotelkauffrau, diplomierte Dolmetscherin und hast dann die Lokalredaktion in Bad Säckingen geleitet. Komisch, mir fällt immer der Trompeter ein. Ist das der Trompeter von Bad Säckingen? Genau der, Scheffel, der Scheffel-Epos, ja. Alles klar, dann war ich ja doch nicht auf dem falschen Dampfer. Dann bist du irgendwann nach Berlin gegangen und ja, lebst heute in Laufenburg und in Berlin. Und beim Recherchieren bin ich auf etwas gestoßen und das fand ich ja richtig klasse. Du warst für den Verlag ein Jahr auf Kuba. Ist das richtig? Ja, das ist wahr. Ich bin für ein Jahr ausgewandert. Und solltest Kubanerin werden für ein Jahr, oder? Genau, genau. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe mich voll ins pralle kubanische Leben gestürzt. Wo in Kuba? Havanna. In Havanna. Mhm. Wie war das? Denkst du dann noch manchmal so mit Wehmut an das Jahr zurück? Oh ja, oft. Und ich habe auch viel Kontakt noch mit meinen Freunden auf Kuba. Also es war eine unglaublich spannende Zeit. Leider musste ich weg, also praktisch mit Obama musste ich auch gehen, bevor das Embargo wieder kam und Trump kam und das Embargo wieder. Also Kuba, frag mich nicht zu Kuba, ich könnte stundenlang erzählen. Ja, das glaube ich dir. Ich war zwei Wochen da. Und ich habe es geliebt. Und wie gesagt, ich würde gerne wieder hin. Und mach das. Ich habe es geliebt. War wirklich toll. Gut, aber wir wollen heute nicht Kuba nehmen, sondern Madame kam aus Amerika, heißt der Roman, aus dem du liest. Ich werde mich jetzt mal überraschen lassen, indem ich mich ausschalte und dir einfach zuhöre. Allen da draußen wünsche ich viel Spaß und hinterher reden wir noch ein bisschen, bevor wir dann nachher in einer ganz großen Runde reden. Aber jetzt allen viel Spaß mit Madame kam aus Amerika. Ja, hallo ihr da draußen. Seht ihr sie? Das ist die Madame, über die ich geschrieben habe.
Mary Elizabeth Belknap Coleman. Ich sollte vielleicht vorausschicken, Madame kam aus Amerika, war eine Auftragsarbeit der Stadt Laufenburg. Die wollten unbedingt eine Biografie ihrer Ehrenbürgerin haben, einer sehr großzügigen Mäzenin, und haben mich gefragt, Laufenburger Autorin, wollen Sie das nicht machen? Und ich war gar nicht so begeistert, weil ich dachte, oh je, die Frau hat so einen Heiligenschein in der Presse und auch sonst wie. Und dann komme ich und dann finde ich wahrscheinlich Sachen raus, die nicht so nett sind. Ich muss dazu und vorausschicken, das ist eine Biografie im klassischen Sinne. Also ohne Fiktion, das, was hier drin steht, das habe ich recherchiert. Wenig interpretiert, nur da, wo sich es wirklich nicht vermeiden ließ. Und am Schluss, wenn ich dann die 10 Minuten gelesen habe, wird euch auch noch ein Name begegnen, nämlich der Name von Robert Freund. Zudem muss ich ein bisschen was sagen, weil ich nicht weiter über ihn erzähle. Robert Freund war ein berühmter Komponist und Pianist, war einer der letzten Schüler von Franz Liszt, war befreundet mit Brahms, mit Nietzsche, mit Heger, hat die Tonhalle in Zürich, das Tonhalleorchester in Zürich mit initiiert, war ein Ungar. Und der zweite Mann von Mary Coleman, 12 Jahre jünger als sie. Und die Ehe hat nicht ewig gehalten, also sie war schon in vorgerücktem Alter, als sie ihn dann geheiratet hat. Irgendwann hat sie dann nämlich vermutet, dass er sie vergiften wollte. Auch das Leben, das wirkliche Leben schreibt solche Geschichten. So, und jetzt erzähle ich euch einfach, lese ich euch einfach vor aus dem Kapitel, das so ein bisschen schildert, wer Mary Coleman war und in welcher Zeit sie gelebt hat. 2 Welten. Mary Elizabeth Belknap Coleman kam aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten in eine Nation, in der ein Kaiser und die viel zitierten preußischen Tugenden regierten. Als der Amerikaner Arthur Amory Coleman für seine Frau und sich im Februar 1894 in Laufenburg jene Villa an der Landstraße von Basel nach Schaffhausen kaufte, durch die sie zur Schlösslemadame werden sollte, existierte dieses deutsche Reich seit gerade einmal 23 Jahren. Und es würde nur noch weitere 24 Jahre bestehen. Danach ging der Kaiser samt seiner Großmachtträume ins Exil und das Reich lag in Trümmern. Der fast weltweite Flächenbrand des Ersten Weltkriegs hatte unendliches Leid und 17 Millionen Tote gebracht. Mary Coleman konnte aus eigener Erfahrung nachvollziehen, welch tiefgreifenden Einschnitt der Verlust eines nahestehenden Menschen bedeutet. Vielleicht hat sie auch deshalb in späteren Jahren versucht, ihre Bediensteten möglichst lange an sich zu binden. Ihre Mutter kam bei einem Schiffsunglück ums Leben, als sie 17 Jahre war. Im Jahr darauf starb ihr jüngerer Bruder. Sie blieb mit ihrem Vater Edward allein zurück und mit 36 Jahren verlor sie ihren ältesten Sohn. Herbert Amory wurde nur 14 Jahre alt. Sie war knapp 54, als sie ihren Zweitgeborenen Ilse Robinson mit nur 25 Jahren beerdigen musste. Rund 2 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages für die Villa in Laufenburg verschied ihr Vater in den Vereinigten Staaten und 8 Monate später, am 12. August, starb in Laufenburg nach 35-jähriger Ehe auch ihr Mann. Als Mary Coleman ihren 57. Geburtstag beging, war kein einziger naher Verwandter mehr am Leben, um ihn mit ihr zu feiern. Stattdessen musste sie die sterblichen Überreste ihres Mannes in die Vereinigten Staaten bringen, wo er neben den beiden Söhnen auf dem Juniper Hill Cemetery in Bristol beigesetzt wurde. Dabei hätte auch alles ganz anders kommen können. Mary gehörte zu jenen Jahrgängen zwischen 1822 und 1842, die Soziologen später als die Gilded Generation bezeichnen sollte. Privilegierte Kinder wohlhabender Familien, viele Einwanderer der ersten Stunde, die in der neuen Welt zu Vermögen gekommen waren und die diesen Wohlstand selbstbewusst präsentierten. Mäzenatentum, auch der Kirche gegenüber, gehörte in jenen Kreisen ebenso zum guten Ton wie der Trip nach Europa. Scott Fitzgerald hat diese Gesellschaftsklasse in Der große Gatsby anschaulich beschrieben.
Die amerikanische Wirklichkeit hatte damals jedoch auch andere Facetten, war geprägt von Korruption und großer Armut, vor allem in den Städten. Reichtum, luxuriöse Villen, die Möglichkeit, die Welt zu erkunden, zu lernen, sich mit Malerei, Literatur und Musik zu beschäftigen, womöglich eine bedeutende Kunstsammlung aufzubauen, sich fortzubilden, rauschende Feste zu feiern. Das war die Welt des ersten Lebens der späteren Mary Codman. 1861 heiratete die 22-jährige Mary Elizabeth Belknap in Philadelphia den vermögenden Arthur Codman, rund 6 Jahre älter als sie, gebildet, aber von anfälliger Gesundheit. Im selben Jahr wurde Abraham Lincoln Präsident und es begann der rund 4-jährige amerikanische Bürgerkrieg. Im Jahr darauf wurde Herbert Emory Marys und Arthurs erster Sohn geboren. So erlebte sie als junge Ehefrau und Mutter hautnah mit, wie die tiefe Spaltung in sozialen und politischen Fragen zwischen den Nord- und den Südstaaten ihre Heimatnation entzweite, wie Amerikaner bis zuletzt verbissen gegen Amerikaner kämpften, manchmal sogar Brüder gegen Brüder. Insgesamt 620.000 Menschen verloren ihr Leben. Etwa 2 Drittel davon starben jedoch nicht auf dem Schlachtfeld, sondern krepierten Elend an Ruhr, Typhus und Malaria. Das sind mehr Tote als in allen anderen Kriegen der Vereinigten Staaten, vom Unabhängigkeits- bis zum Irakkrieg zusammen. Als die Waffen schwiegen, war nichts mehr wie zuvor. Die Sklaverei wurde abgeschafft und um die Einheit der Nation gerungen. Auch den quälend langen Kampf um das Frauenwahlrecht, das 1920 schließlich in den USA eingeführt wurde, durfte selbst sie, die aufgrund ihrer Herkunft ungleich mehr Möglichkeiten hatte als Frauen aus den ärmeren Gesellschaftsschichten, mit Spannung verfolgt haben. Denn Mary war neugierig, offen für technische Entwicklungen, intelligent, ausgesprochen eigenwillig und selbstbewusst, wusste genau, was sie wollte und was nicht. Sie war gebildet, an Kunst interessiert, wortgewandt, offen fürs Lernen von Fremdsprachen, konnte Klavier spielen, wusste gutes Essen und gute Weine zu schätzen, liebte Pflanzen, Gärten und alles Japanische, seit sie einmal in diesem Land gewesen war. Sie konnte aber auch ausgesprochen bissig und nachtragend sein. Was sie ganz sicher nicht war, angepasst. Wenn man den Erzählungen glauben will, die in Bristol über sie kursieren, dann scherte sie sich nicht um Konventionen. Ihr Benehmen gab den Zeitgenossen immer wieder Anlass zu Spekulationen und Klatsch. So hält sich zum Beispiel bis heute die Geschichte, Mary Codman habe zahlreiche Affären gehabt. Mit Männern und Frauen. Die Codmans verkehrten in Bristol nach Philadelphia, ihrem zweiten gemeinsamen Wohnsitz, freundschaftlich mit Persönlichkeiten, die nicht nur ebenso reich wie sie selbst, sondern im Denken ihrer Zeit auch teilweise voraus waren. Da sind auch ein paar interessante Leute drunter. Sie ist verwandt mit dem Herrn Colt, der den berühmten Colt entwickelt hat. Und sie ist verwandt mit Nathaniel Hawthorne. Vielleicht sagt euch der Name was, der hat zum Beispiel geschrieben, der scharlachrote Buchstabe. Und sie liebte das Reisen. Das sollte sich Mary bis ins hohe Alter erhalten. Sie war schon damals großzügig, half, wenn sie es für sinnvoll hielt, hin und wieder spontan, manchmal auch, weil sie sich etwas davon versprach oder weil es sich in ihren Kreisen so gehörte. Aber sie ließ sich weder die sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen, noch sich ausnutzen. Mary Elizabeth Codman war mit Klassenunterschieden aufgewachsen und stellte sie auch in Europa nicht in Frage. Eher im Gegenteil. Sie blieb sich ihrer Stellung bewusst, um nicht zu sagen, sie pochte darauf und suchte sich ihre engeren Freunde, meist unter den Reichen, den Höhergestellten und Adligen. Also sie hat verkehrt mit den Vanderbilts, mit den Rockefellers, mit dem deutschen Kaiser, mit dem amerikanischen Präsidenten und Senatoren und so weiter. Gegenüber allen anderen verhielt sie sich zwar wohlwollend und freigebig persönlich, aber eher distanziert. Sie wurde zudem immer wieder vor schwere Entscheidungen gestellt. Mary Codman geriet im Ersten Weltkrieg emotional zwischen die Fronten, litt mit
als Amerika 1917 in den Krieg eintrat und gegen die Deutschen kämpfte, von denen sie immer wieder gesagt hatte, dass sie sie liebte. Sie musste Stellung beziehen, sich fragen und fragen lassen, wo ihre Loyalitäten lagen. Sie ließ von ihrer Sympathie für die Deutschen nicht ab. Auch nicht, als sie sich gezwungen sah, Deutschland nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg zu verlassen. So markieren die Jahre zwischen ihrer Geburt am 26. September 1839 in New York und ihrem Tod am 9. August 1929 im badischen Laufenburg grundlegende weltweite, aber auch tiefgreifende persönliche Umwälzungen. Am Ende ihres Lebens war Mary Elizabeth, geborene Beltknapp, verwitwete Kotmann sowie geschiedene Freund, Laufenburger Ehrenbürgerin und ein Mensch mit mehr als einer Heimat. Danke. Ja, vielen Dank, Petra. Spannende Geschichte, habe ich das Gefühl. Du sagtest am Anfang, es war eine Auftragsarbeit. Und das klang so, als wenn es dann irgendwann, ja, das eigentlich irgendwie nicht mehr war. Was war der Punkt, an dem es kippte? Was war der Moment, wo du das Gefühl hattest, dich interessiert diese Geschichte und es ist nicht mehr die Auftragssache? Es ist schwierig zu sagen. Am Anfang hatte ich wirklich keine große Lust, weil ich wollte keine neue Gloriengeschichte über diese Frau schreiben, die in X20 Pressemitteilungen, die großzügige Mäzenin und was sie so alles gemacht hat und was sie der Stadt so alles gespendet hat. Und ich kenne mich. Ich wusste genau, dass ich damit nicht zufrieden sein würde, sondern bohren. Und als dann der Kontakt zu Bristol zustande kam und zu einer Historikerin dort und ich Briefe von ihr in die Hände bekam, die so unglaublich waren, das fand ich richtig. Also da hat sie angefangen, mich zu interessieren. Sie hatte einen Vermögensverwalter, Samuel Colt, der wiederum von Colts hatten wir ja schon, ein großer Industriemagnat war und ein Gründer einer Bank und dessen Mutter, mit der hat sie korrespondiert. Und die beiden Frauen sind über Samuel Colts Familie, über seine Frau und seine Schwägerin und so, die sind hergezogen, da fällt ihr nichts mehr ein. Und dann ist dann auch noch von einem Familiengeheimnis die Rede und wer jetzt was wem nicht gesagt hat, sie unterstellt zum Beispiel, dass ihm ein Kuckuckskind in die Wiege gelegt worden ist, im Sinn des Wortes. Das waren alles Sachen, die waren nicht bekannt. Die habe ich mit der Zeit dann rausgefunden, so nach und nach rausgefunden und eben auch diesen Briefwechsel, der ist jetzt auch hinten am Buch dran, auch in Übersetzungen hinten dran und diverse andere Sachen, die ich dann übersetzt habe und hinten dran gehängt habe, sodass die Laufenburger dann auch selber mal gucken konnten, sie im O-Ton hören konnten. Mhm. Und das war der Punkt, da habe ich gedacht, so, jetzt habe ich Lust. Zweite Frage noch. Du beschreibst in kurzen Worten, nicht lang, die Geschichte der amerikanischen der USA, also du kommst auf den Sezessionskrieg und so, zu sprechen. So, inwiefern musstest du eigentlich, ich sag mal, das Drumherum recherchieren, Geschichte, all diese Dinge, um überhaupt zu verstehen, in welcher Welt sie lebt? War das nicht letztendlich, also es macht so den Eindruck, als wenn das genauso ein großer Batzen an Recherche war. War es, ja. Ich hätte natürlich mich komplett beschränken können auf ihre Laufenburger Zeit. Also sie kam hier, da war sie über 50 und hatte einen Großteil ihres Lebens hinter sich. Ne? Hatte mehrere Häuser in Berlin, unter anderem. Weißt du, wo sie da lebte? Im jetzigen Außenministerium. Früheren Wendlerblock hat sie gewohnt. Ich habe einen Schrei getan. Als ich das gehört habe, habe ich echt einen Schrei getan. Und es sind lauter solche Sachen passiert. In Zürich hatte sie ein Haus. Also die Frau war an sich schon, ihr Leben an sich schon
war so verlinkt mit Weltgeschichte. Also der Kaiser war bei ihr zum Beispiel kurz vom Ersten Weltkrieg, hat er die Schweiz bereist und dann hat sie einen Empfang gegeben in Bourg-au-Lac. Das ist das Luxushotel heute noch in der Schweiz und ihr eigener Koch musste dann für den Kaiser kochen. Ja, und kurz danach wurde dann klar, der Kaiser hat mal geguckt, Wilhelm war ja ein relativ verrückter Mann, hat mal geguckt, wie weit sind denn die Schweizer? Wie ist denn das, wenn wir jetzt einen Weltkrieg anfangen? Werden die was machen? Werden die nichts machen? So. Und das sind aber alles Sachen, die haben sie betroffen, direkt persönlich betroffen. Sie wurde ja rausgeworfen im Prinzip aus Laufenburg dann, als die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Aber nicht ohne, dass das Finanzamt kam und ihr ein Schreiben geschickt hat, der Gestalt, ja, sie wäre ja jetzt doch weg und man wüsste jetzt nicht so genau, wann sie wieder käme und sie sollte jetzt für die nächsten 5 Jahre doch bitte schon die Steuern vorauszahlen. Das sind so Sachen, man kommt nicht drum rum um die Geschichte. Ja, ja. Und jeder Mensch ist ja auch immer ein Teil seiner natürlich. Geschichte. Wir leben ja, ne? So, das bist du und ich und wir alle miteinander. Mir fehlt es nur beim Zuhören sehr auf. Im Chat wird applaudiert. Der Applaus gehört dir. Ich danke. Und wir sehen uns gleich in der großen Runde wieder. Fürs Erste darfst du dich auch nochmal zurückziehen und Marion kommt zu mir. Tschüss. Tschüss. Hallo Marion. Du hast mal Anglistik und Germanistik studiert, warst mal Gymnasiallehrerin, bist freie Dozentin, Autorin und 2001 lerntest du Hilde Dumin kennen, wurdest deren Freundin, Vertraute und hast sie bis zum Tod 2006 begleitet und hast dann 2009 die Hilde Dumin-Biografie schlechthin veröffentlicht. Hilde Dumin ist unter anderem ein Schwerpunkt deiner Arbeit, aber nicht nur. Du schreibst gerade oder bist fertig mit Selma Meerbaum. Du hast auch einen Roman geschrieben. Du liest heute aus der Selma Meerbaum. da ist sie. Die hat sowas mit Hilde Dumin zu tun, wenn ich das einfach mal sagen darf. Ja, natürlich. Denn irgendwie hat Hilde Dumin tatsächlich so mein Leben einen Impuls gegeben, dass immer wieder, wenn ich bei Dumin was gelesen habe, ich auf Menschen gestoßen bin, auf Frauenpersonen meistens, wo ich gedacht habe, das interessiert mich. Und da, bei diesen ganzen Briefen, bei der Recherche von Hilde Dumin, da fiel mir Selma Meerbaum ein. Dumin hat jahrelang versucht, Selma Meerbaum in Verlagen unterzubringen, denn sie hat aus den USA eine Originalschrift von Selma Meerbaum bekommen und hat die Gedichte, sagte sie, die Gedichte sind zum Weinen schön, das ist eine frühlingshafte Grazie wie bei Hoffmannsthal. Aber wer war Selma Meerbaum? Die Verleger waren nicht interessiert, bis dann Jürgen Serke, dem hat sie die Gedichte gegeben und gesagt, Jürgen, mach was draus, das ist ein so wunderbares Gedicht. Mhm. Und Jürgen Serke machte was drauf. Reiste im Auftrag des Sterns nach Israel und interviewte dann ehemalige Bekannte und Zeitzeugen. Und so kam ich dann auf Selma Meerbaum, nachdem ich mit Hilde Dumin Biografie abgeschlossen hatte und wandte mich diesem neuen Thema zu. Und das, was gerade so angesprochen worden ist, das fand ich sehr interessant, die Recherche. Und das sind auch die Themen, die ich heute so ein bisschen eingebunden habe, weil ich die Recherche so spannend finde. Also vor allem, wenn man Neuland betritt, dann ist das einfach packend und prickelnd und spannend. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer kann man nur sagen. Und, wenn du nach Santo Domingo fahren musst, fliegen musst, ja, natürlich. Domin nachzueilen, oder wenn du in die Ukraine fahren musst, wo mein Navi-System rumirrt, die Nadel weiß nicht, wo sie ist, und wir noch viel weniger, weil wir die Sprache, die Buchstaben nicht lesen konnten. Also das war alles total spannend. Und wobei, Marion, manchmal muss man für die Recherche ja noch gar nicht wegfahren, sondern das Abenteuer Recherche ist ja manchmal schon, also ich habe zu Walter Mehring mal Dinge recherchiert und dann steht man plötzlich in so einem Archiv und hat so einen kleinen Kasten und hat plötzlich Postkarten und handschriftliche Briefe und liest das und plötzlich öffnen sich ja
Horizonte, völlig neue Welten, völlig neue Einsichten. Nur weil man plötzlich 2, 3 Postkarten von jemandem liest, die das Bild verändern. Also insofern, Recherche ist ja durchaus ein richtig schönes, also wirklich ein Abenteuer ganz oft, ne? Weil man mit vielen, vielen neuen Dingen... Das ist die Basis, denke ich, für alles. Und bei Domin waren es nicht 2, 3 Postkarten, bei Domin waren es zum Beispiel Tausende von Briefen, die ich ausgewertet habe. Und das war ein völlig neues Bild von der Domin. Ja. Was mir auch einige übel genommen haben, denn die dachten, ich will die Säulenheilige vom Sockel stoßen. Nein, du hast die Biografie geschrieben schlechthin. Das müssen wir jetzt mal festhalten. Ich werde mich jetzt zurückziehen und dich dem Publikum überlassen. Dem Publikum da draußen wünsche ich viel Spaß und ich bin schon ganz gespannt und wir sehen uns gleich wieder. Okay, bis gleich. Ich habe Textstellen aus Selma Meerbaums Biografie ausgesucht, die so ein bisschen die Recherchearbeit aufgreifen, weil ich die Recherchearbeit so spannend finde und weil ich natürlich als Chronistin immer in der Biografie, in einer guten Biografie, außen vor bleiben muss. Ich darf mich ja nicht einbringen. Aber um zu demonstrieren, wie bringe ich Leichtigkeit in Sachlichkeit? Wie mache ich aus einer wissenschaftlichen Pflicht eine literarische Kür? Das möchte ich an einem Beispiel demonstrieren. Als wir Spuren aufgegriffen haben in Czernowitz, da kommt die junge jüdische Dichterin Selma Meerbaum her. Czernowitz, heute in der Ukraine, hat eine wilde Geschichte. Das hat mich fast ein halbes Jahr gekostet, um überhaupt in diese Geschichte reinzukommen und da durchzublicken. Und wir sind dann hinterhergereist, so wie ich das eigentlich immer mache, dass ich meinen Protagonistinnen meistens hinterherreise, um Atmosphärisches aufzunehmen, um zu sehen, wie riecht es da, wie sieht es da aus, wo ist die gelaufen, wie sahen die Straßen aus. Das alles wird einfließen, denn das könnte ich ja sonst gar nicht beschreiben. Nicht anhand von Postkarten nur. Ich bin also mit Quellen nicht vertraut gewesen bei Selma Meerbaum, weil es nichts gibt. Die sollte verniemandet werden. Da haben die rumänischen und die deutschen Nazis ganze Arbeit geleistet. Man wollte diese Menschen auslöschen. Und darum muss man gucken, wo kann man Quellen finden. Das war klar, ich kann auf den Friedhof gehen. Ich hatte das Glück, mit einer ganz tollen Diskussionsgruppe zusammenzuarbeiten und habe einen Friedhofsplan bekommen vom Czernowitzer Friedhof. Ich wusste also, wo der Vater von Selma Meerbaum liegen könnte. Das hat man mir gesagt. Das war Areal 61a, Plot 32. Jedes Areal fasst mehr als 200 Grabstätten. Aufgestellt für alle Ewigkeit. Und doch widerstehen die Grabsteine nicht der Zeit und nicht der Natur. Sie sacken ab, sie rutschen weg, neigen sich zur Seite am Nachbarstein Halt suchend, der doch selbst dem Verfall wenig entgegenzusetzen hat. Die Pflanzenwelt wird nach den Steinen greifen und sie mit ihrem Grün überwuchern. Zögerlich, sanft, entschlossener bald und schließlich undurchdringbar. Mannshohe Riesengoldruten schlagen über den Grabmalen zusammen, verschlucken sie. Essigbäume bilden wehrhafte Mauern. Ahornschösslinge stellen sich quer. Schlingpflanzende Fußfesseln lassen Besucher straucheln. Dornen stechen, Nesseln brennen. Reife Holunderbeeren geben ihren blauroten Saft dazu. Bienen schwärmen auf. Für das Grabmal hatte die Familie belgischen Marmor ausgesucht, der es nicht mit der Robustheit seines italienischen Gesteinsbruders aufnehmen kann. Wind und Wetter werden sich durch die Schichten fressen und abtragen, was für die Ewigkeit gedacht war. Knapp 90 Jahre später wird die Gravur mehr zu ertasten als zu entziffern sein. Die Seele muss zum Himmel fliegen. Auch das Epitaph mit den hebräischen Schriftzeichen über dem deutschen Text wird kaum noch lesbar sein. Und doch gibt uns der Grabstein seinen Geheimnispreis. Max Meerbaum, gestorben am 9. November 1924, im 32. Lebensjahr, tief betrauert von seiner Gattin und den Angehörigen, ist in die graue Marmorplatte eingemeißelt worden. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gänsehautmoment war. Zum ersten Mal haben wir Daten von Selma Meerbaums Vater gehabt. 9. November 24 gestorben, im 32. Lebensjahr, das heißt 1892 geboren. Das heißt, ich hatte Daten, mit denen ich jetzt endlich arbeiten konnte. Und dann habe ich, wenn Sie jemals irgendwelche Daten oder irgendwelche Menschen suchen,
Suchen Sie bei den Mormonen in der weltgrößten Datenbank in Utah. Dort habe ich die Mikrofilme der jüdischen Gemeindebücher von Czernowitz angefordert, bekam die Kopien von Filmen zugeschickt und konnte nun monatelang allen Familienmitgliedern nachspüren. Und dann konnte ich natürlich auch feststellen, wann der Max Meerbaum seine Friederika geheiratet hatte und wann Selma auf die Welt kam. Und damit war endgültig bewiesen, dass Selma Meerbaum am 5. Februar 1924 geboren war und nicht etwa schon anderthalb oder zwei oder vier Jahre alt war, sondern gerade mal 9 Monate alt, als ihr Vater starb. Die Recherche war so spannend, weil wir 4 Stunden auf dem Friedhof rumgeirrt sind, unverrichteter Dinge. Wir sind wirklich gestrauchelt an der Natur, die Grabsteine waren verdeckt. Und beim Rausgehen sah ich dann einen kleinen, zierlichen Mann sich an einem Grab zu schaffen machen. Stellte sich raus, dass das Juri, ein Geschichtsprofessor aus Czernowitz war, der sein karges Gehalt aufbesserte mit Grabpflege für Menschen aus Übersee, deren Angehörige in Czernowitz begraben waren. Den fragte ich und wie auf Breitschrift tastete er diesen Plan ab und dann verhandelten wir über den Preis und ich bekam 2 Grabsteine und er sagte, er würde uns dahin führen. Und dann war genau das, dass er davon spurtete, wir Mühen hatten hinterherzukommen, wir strauchelten, wir waren zerkratzt, zerschürft. Aber dann endlich sahen wir diesen Grabstein. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, auch wenn ich als Chronistin außen vorbleiben muss, irgendwie muss ich das mit aufnehmen. Und irgendwie das auch schaffen, dass ich die Menschen teilhaben lasse an dieser Besonderheit, wie man sie eben spürt. Auch in der Historizität. Das ist ja auch sehr schwierig, dass man nicht einfach sich an Fakten entlanghangelt, sondern dass man versucht, das alles einzubauen. Und darum wird die 2. Stelle, die ich ausgesucht habe, historische Zusammenhänge aufnehmen. Ich habe eine lange Vorgeschichte, ich mache das jetzt kurz, die Sowjets ziehen im Juli 1941 aus Czernowitz, aus der Bukowina wieder ab, die Rumänen im Jahr zuvor aus Czernowitz vertrieben hatten. Das war so ein sogenanntes Russenjahr. Und jetzt kommen die Rumänen zurück. Bei ihrem Rückzug aus Czernowitz verminten und sprengten die Sowjets, was den Rumänen hätte von Nutzen sein können. Die Post mit ihren Kommunikationssystemen, ihren Telefon- und Telegrafeneinrichtungen. Die Post lag in der Poststraße, in der Selmas Freundin Bertha, ihre beste Freundin, mit der Familie wohnte. Am 1. Juli 1941 loderten Flammen aus dem Gebäude. Das danebenliegende Börsengebäude war auch gleich in Brand gesteckt und dort hatten die Sowjets die konfiszierten Radiogeräte gehortet und die sollten den Rumänen nicht in die Hände fallen. Die Poststraße war ein gefährliches Pflaster geworden. So dass sich Berthas Familie entschloss, zur Schwester der Mutter in die Hormuzaki-Gasse zu ziehen. Nur eine Parallelstraße von der Judengasse entfernt, in der Selma mit ihrer Großmutter lebte. Selma mag die Aussicht behagt haben, dass ihre beste Freundin nun in nächster Nachbarschaft wohnen würde. Die Hormuzaki-Gasse war ihr sowieso vertraut, weil dort viele ihrer Verwandten wohnten. So war Selma schnell zur Seite, als Berthas Familie umzog und half mit, Kisten und Wäschebündel zu Berthas Tante zu schleppen. Als das Feuer weiter um sich griff und sich von Haus zu Haus fraß, wurden Evakuierungskommandos eingesetzt, um die bedrohten Wohnungen der Poststraße zu räumen, zum Schutz, sagte man. Aber vom marodierenden Mob waren sie kaum zu unterscheiden. Jeder schien zu plündern, jeder schien bewaffnet zu sein, vor allem aber schien jeder gegen Juden zu sein. Immer unverblümter, immer lauter hallten die hasserfüllten Rufe durch die Gassen. Muerte a Gida Neibar! Muerte a Gida Neibar! Tod den Juden. Berthas Vater mobilisierte dennoch eine letzte Rettungsaktion. Das Klavier, Berthas Klavier, sollte dem Mob nicht in die Hände fallen und aus der Wohnung in der Poststraße gerettet werden. Und wieder war Selma zur Stelle, als sich Familie Scherzer auf den Weg in die Postgasse machte, gefolgt von angeheuerten Trägern mit einem großen zweirädigen Holzkarren. Das Klavier hatte den Transport durch das Treppenhaus unbeschadet überstanden, war auf dem Holzkarren positioniert worden, den Vater Scherzer persönlich über das Kopfsteinpflaster buxierte. Selma hatte sich den schweren hölzernen Notenständer geschultert,
Es war nicht weit zur Tante, und doch war der Weg nicht kurz genug, um randalierendem Mob auszuweichen. Der hatte die kleine Truppe als Juden ausgemacht und verstellte ihnen den Weg, provozierte, rempelte. Berthas Vater versuchte, die Rumänen zu ignorieren, einfach aus dem Weg zu schieben. Doch die rammten ihn dem Holzkarren gegen die Brust, der Wagen kippte, das Klavier rutschte und begrub Berthas Vater unter sich. Einer der Rumänen hatte sich Selma zugewandt, ihr den Notenständer entrissen und mit solcher Wucht gegen den Kopf geschmettert, dass Selma strauchelte, zu Boden fiel und fassungslos nach der großen Platzwunde an der Stirn tastete, aus der das Blut über das Gesicht lief und auf ihre weiße Bluse tropfte. So bedrohlich dieser Zwischenfall gewesen war, er war nur ein harmloser Auftakt zu dem, was Czernowitz in den kommenden Tagen bevorstand. Denn am Sonntag, dem 6. Juli, kamen die Rumänen nach Czernowitz zurück. Unterwegs hatten sie sich regelrecht in einen Blutrausch gemordet. Dorfbewohner in den ländlichen Gebieten um Czernowitz zerrten ihre jüdischen Nachbarn aus den Häusern, mit denen sie so lange Frieden gelebt hatten. Steinigten und erschossen sie, zersägten sie, vergewaltigten Frauen und Mädchen, zettelten hemmungslos Pogrome an, um Plünderungen Vorschub zu leisten, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass ihre Raubzüge unbestraft blieben würden. Der individuelle Sadismus war grenzenlos. Die Bestialität, mit der die rumänischen Soldaten in Czernowitz auftraten, überstieg die schlimmsten Befürchtungen. Für diese Gräuel hatte die Fantasie gefehlt. 3 Tage lang war die jüdische Bevölkerung vogelfrei. Während noch Fahndungslisten mit den Namen von vermeintlichen Kommunisten und Juden erstellt wurden, begannen die Rumänen mit der Überholung. Marodierende Horden zogen durch die Straßen und begannen im jüdischen Viertel in der Bahnhofsgegend zu morden. In den ersten 2 Tagen kamen dort etwa 2000 Juden um. Dort, das war in unmittelbarer Nähe zur Bielaer Gasse und damit zur Wohnung von Selmas Eltern. Schüsse peitschten durch die Straßen, tagelang, nächtelang. Dazwischen zeugten immer wieder Salven aus Maschinengewehren von Massenexekutionen. Leichen säumten die Straßen. Wer aus dem Haus trat, stieß auf Ermordete. Tote türmten sich auf, doch niemand gab Anweisungen zum Abtransport. Die Leichen sollten zur Abschreckung liegen bleiben. Mehr als 500 Juden fielen noch am selben Tag dem grauenvollen Gemetzel des rumänischen Militärs zum Opfer, das den Deutschen nicht straff genug organisiert war. Vorgehen gegen Juden bis Eintreffen des EK, des Einsatzkommandos, planlos. Rumänen begnügen sich mit restloser Ausplünderung. Pogrom bisher nicht zu erzielen, missbilligte die deutsche Ereignismeldung die rumänische Vorgehensweise. Selma erlebte die bedrohliche Situation aus nächster Nähe, als am 8. Juli Sicherheitskommandos das Judenviertel durchkämmten, in dem sie mit ihrer Großmutter lebte. Hunderte wurden aus den Häusern gezerrt, verhaftet und ohne Anklage öffentlich erschossen. Unter dem unmittelbaren Eindruck von Morden und Gräueltaten entstand am 7. Juli 1941 Selmas berühmtes Gedichtpoem. Die Leser werden Zeugen von Selmas Angst und ihrem Entsetzen über das Erlebte. Selmas Worte taumeln auf der Suche nach einem Weg aus dem Grauen und dem Wunsch nach Unversehrtheit. Normalerweise kommt an dieser Stelle dann Poem, aber heute hier nicht. Danke. Ja, vielen Dank, Marion. Warum gerade Selma Meerbaum? Du bist über sie gestolpert, auch in den Briefen, aber es muss ja so einen Auslöser geben. War es so, dass es wirklich dieses Vergessen war? Ja, also ich denke, mein Anliegen, Biografien zu schreiben, ist generell schon, Menschen dem Vergessen zu entreißen, gegen das Vergessen anzuschreiben. Und die Selma war so jung, die durfte nur 18 Jahre alt werden und hat ihre Gedichte hinterlassen. Ansonsten gab es von ihr nicht sehr viel. Und diese Gedichte in ihrem kleinen Poesiealbum, die hatten einen abenteuerlichen Weg hinter sich, da könnte ich einen ganzen Abend drüber sprechen. So interessant ist das. Aber mehr gab es nicht. Und Selma wurde so als kleines, verhuschtes, romantisches, dichtendes Mädchen gesehen. Und ich fragte mich, jemand,
der solche Gedichte schreibt, wie Selma sie geschrieben hat, das kann keine romantische, verhuschte Maus sein. Da muss was anderes dahinter gesteckt haben. Und es muss doch verdammt nochmal irgendwelche Unterlagen geben. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Zumindest, wenn man den Ausschnitten folgt, die du eben vorgelesen hast. Im Chat wird applaudiert. Dankeschön. Und ich denke, wir starten mal in die große Runde. Helen und Petra kommt zu uns, damit wir ein wenig über die Frage schreiben, schreiben über andere noch reden können. Ich würde gerne gleich einhaken, meine Marion Tauschitz. Ja, nur zu. Diese Szene beim Friedhof, so eine Szene habe ich auch, auch Grabsteine, die gefallen waren, überwuchert waren, wo dann auch endlich mal auch gewisse Daten überhaupt erstmal von den Kindern, von den Jungs, wann waren die geboren, wann dann ist der Mann gestorben, das wussten wir alles nicht. Im Gegensatz zu dir konnte ich aber dummerweise nicht nach Bristol. Die Reise war gebucht und dann kam Corona. Aber ich habe glücklicherweise den Nachkommen eines sehr guten Freundes von Mary Codman, die sehr guten Freunde, da gab es einige, man kann das jetzt auslegen, wie man will, und dessen Enkelsohn, der verwaltet immer noch den Friedhof und der ist losmarschiert und hat die Grabsteine befreit von den Disteln und von dem ganzen Zeug und hat mir die Fotos geschickt und ich konnte die Grabinschriften lesen. Also solche Aha-Momente, ich kann das so gut nachvollziehen, wie dann sitzt er da und denkst, boah, so. Und das bin ich. Aber dieses Boah, so will ich nicht alleine genießen, sondern ich will eben die Leserschaft miterleben lassen. Genau, also ich habe vorher aufgehört vor der Friedhofsszene. Das wäre zu lang geworden. Das heißt, wir lernen als allererstes, Friedhöfe sind ein wichtiger Bezugspunkt beim Schreiben von Biografien. Wer das Leben... Genau, wer das Leben verstehen will, muss auf Friedhöfe gehen, völlig klar. Ja, vor allem jüdische Friedhöfe, die ja nicht eingeebnet werden, da bleiben die Steine erhalten. Ja. Gittern, aber ansonsten bleiben sie für die Ewigkeit eigentlich. Und da kann man Geschichte ablesen. Wenn man jetzt die Geschichte abliest und eine Biografie schreibt, wie fiktiv darf man werden dabei? Mein Anspruch ist, dass ich Fiktion und Fakten nicht vermische. Wenn ich tatsächlich Neuland betrete und wenn ich ganz Neues entdecke, zum ersten Mal, dann fände ich das ehrlich gesagt viel zu schade, als dass ich daraus ein fulminantes Feuerwerk aus Mischung von Fiktion und Fakten mache. Denn dann kann man ja nicht mehr unterscheiden, stimmt das jetzt auch? Ist die da echt am Fluss gesessen und hat geweint? Also das möchte ich nicht machen, sondern ich versuche das, was ich tatsächlich wissenschaftlich erarbeitet habe, das dann so spannend und literarisch zu verpacken, dass es doch interessant wird. Und da unter allem liegt eigentlich die Gewissensfrage, bediene ich mich eines fremden Lebens oder diene ich dem fremden Leben? Und ich möchte lieber dem fremden Leben dienen, als mich des fremden Lebens zu bedienen. Gut, aber in die Runde gefragt. Also du hast jetzt die Szene vorgelesen und sie trägt eine weiße Bluse. So, da fängt es ja an, dass ich fiktiv werde. Nein. Sondern es gab, Bertha hatte einen Bruder und Julius Scherzer, der hat While the Ghosts Were Silent eine Autobiografie geschrieben. Und auf Julius Scherzer hieß Bertha, stieß sich dann bei den Internetrecherchen und fand ihn in Arizona und fand dieses Buch und las dieses Buch und dachte, wenn der Bruder von Bertha ist, wenn das meine Bertha ist, die ich suche. Und diese Bertha im Buch hatte eine Freundin, die hieß Selma. Und beide waren in der jugendlichen zionistischen Gruppe Hashomer Hatzair. Also mir ist es gelungen, dann diesen Julius Scherzer ausfindig zu machen, dem ich sehr, sehr viel verdanke. Und der hat mir diese Geschichte erzählt. Der hat erzählt, wie das war, als das Blut auf Selmas weiße Bluse tropfte. Sie hat immer weiße Blüschen getragen, auf allen Fotos, auf 5 Fotos kennt man von ihr. Hat sie immer ein weißes Blüschen angehabt. Also alles das ist authentisch, da habe ich wirklich gar nichts dazu dichten müssen. Ja, das ist bei mir so ähnlich. Ich habe auch noch Zeitzeugen interviewt, also zum Buch gibt es auch einen Film.
Aber ich denke, also ich bin ähnlich vorgegangen wie du, also dass ich nicht rausgehalten habe. Natürlich muss man manche Dinge einordnen, aber ich glaube, es ist was anderes als das, was die Helen gemacht hat. Also wir beide haben ja, das sind ja fremde Frauen für uns am Anfang gewesen. Also niemand, der jetzt zu unserer Familie gehört oder so. Aber ich glaube, bei Helen geht es schon auch um ganz persönliche Familiengeschichte. Und insofern fand ich den Zugang jetzt über die Briefe, den zu wählen, fand ich ganz spannend. Also ich glaube, das muss man einfach auch auseinanderhalten. Es ist ein völlig anderer Ansatz und auch ein teilweise sehr individueller Ansatz, finde ich. Also ich habe am Anfang auch gedacht, nee, das darf man nicht. So darf man auf gar keinen Fall. Aber wie Helen das gemacht hat, das fand ich auch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, es gibt zwei Arten, Biografien zu schreiben. Helen? Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe mir erlaubt, eine Mischung zu machen zwischen einer klassischen, also der Wirklichkeitsbeschreibung sozusagen eines Lebens anhand dieser Briefe und der Daten, die ich auch hatte. Aber ich habe dann auch immer wieder, und zwar für die Leser eigentlich sichtbar, ich habe immer geschrieben, ich stelle mir vor oder ich spinne diesen Faden jetzt weiter. Und dann habe ich mir erlaubt, es auszufüllen. Die Szenen zu gestalten, sozusagen. Aber der Leser, die Leserin kann das eigentlich immer sehen. Nachvollziehen. Ja. Nun ist es für den Leser natürlich immer erstmal, oder die Leserin immer so ein bisschen natürlich schon, finde ich, die Frage. Ne? Ich habe eine Biografie, schlag die auf, Christina von Schweden oder Selma Meerbaum oder also Menschen, die schon lange tot sind. Woher weiß die Schreiberin das alles? Das heißt, ich als Leser oder Leserin habe ja immer so ein bisschen, ich stehe ja immer so ein bisschen dazwischen. Ist da jetzt auch Fiktion drin oder ist das alles wahr? Wie vermittelt man dem Leser das? Jemand sagt, es ist los. Das ist jetzt eine Prost! aber glauben die Leserinnen das? Mit 1700 Fußnoten gearbeitet, weil das alles so unglaublich neu war und weil jeder gesagt hat, ja, woher will die das wissen? Wie kann sie sagen, der hat das gemacht? Wie kann sie sagen? Und da habe ich gedacht, also, da muss ich mich schützen. Und darum war das die enorme Arbeit, so viele Fußnoten zu bekommen. Und ja, auch hier mit Selmas weißer Bluse, da ist auch eine Fußnote dabei. Und wird auf Julius Scherzers Buch verwiesen. Ja, bei mir ähnlich, beim Riesenquellenverzeichnis, wo ich was her habe, mit Verweis auf die entsprechenden Stellen. Also es ist schon, da steht nichts drin, was ich nicht so irgendwo gefunden habe von jemandem, der über sie geschrieben hat oder was sie selber geschrieben hat oder irgendwelche Dokumente, Finanzamt und weiß der Teufel was, worauf ich dann alles gestoßen bin. Es war unheimlich spannend, wobei ich im Moment was mache, was so ein bisschen ähnlich ist, wie das ist, was Helen macht. Es gab in Laufenburg zwei spannende Frauen. Die eine war die Madame Codeman und drei Häuser weiter in ebenfalls einer Villa, die heißt Russenvilla, lebte eine Russin, Olga von Leonova, die spurlos verschwunden ist, als Lenins Zug auf der anderen Seite vorbeifuhr. Und diese Geschichte, der bin ich begegnet, während ich über Mary Codeman recherchiert habe. Und hatte den Roman fertig und die Presse schrieb drüber, dass das jetzt demnächst kommt und so, und es meldete sich ein, man wusste nichts über sie, nichts, und ich fand es toll, ich finde es immer toll, so Lücken zu füllen und dann sich erschließen zu können, was könnte das denn gewesen sein, was könnte sie denn gemacht haben. Und dann hat sich ein bayerischer Professor gemeldet, der genau über sie recherchiert hat, über drei Frauen. Und es stellte sich raus, dass sie eine der Pionierinnen der Neurowissenschaften war, die in Zürich geforscht hat, im Laberli. Und also eine ganz mit 12, 13 Veröffentlichungen und überhaupt nicht die Frau, als die ich sie geschildert hatte, sondern als eine sehr sperrige, auch ich mag irgendwie sperrige Frauen, so. Naja, und dann habe ich den Roman eingestampft. Es gibt nach wie vor einen Roman, aber ich habe ihn eingestampft. Und das ist jetzt so eine Mischung aus Roman und
ja, Agentenkrimi, also im Zusammenhang mit der Russischen Revolution und mit Lenin. Und sie war vermutlich auch Sozialistin, also so viel weiß ich inzwischen. Aber sowas, ich kann nur sagen, sowas macht so viel Spaß Spaß ist verkehrt. So, na, Vergnügen. Es ist so elektrisierend, ja. Einfach, weil man lernt so einen Menschen ja kennen. Stimmt. Anders als Helen, für die waren die Menschen eher Bekannte, wenn man so will. Und für mich waren das neue Begegnungen, komplett neue Begegnungen. Wie du sagtest, Abenteuer im Kopf. Wobei ich Helen durchaus schon verstanden hatte, dass sie auch darüber die beiden, Dora und die Mutter, nee, Dora war die Mutter, Dora und Lilo, auch weiter kennengelernt hat. Aber ich muss noch mal ganz kurz zu den Fußnoten zurück. Gibt es sowas bei dir auch, Helen, dass du Dokumente auch als Dokumente kennzeichnest oder Fußnoten, ja, natürlich, oder Anmerkungen? Ja. Also ich frage deshalb nach, weil im Chat gerade geschrieben wurde, aber Fußnoten regen den Leser auch selbst zur Recherche an. Das heißt, manchmal sagt man ja, ach Gott, ein Buch mit 1000 Fußnoten, wer soll das lesen? Aber hier ist es so, dass es durchaus dazu führt, dass man mehr wissen will, weiterliest. Nun ist es bei dir ein wenig fiktiver. Wie funktionieren da die Fußnoten dann, Helen? Na, Fußnoten habe ich jetzt nicht. Nein, aber Frage, Fußnote oder Erklärung oder so etwas. Also klar, ich meine jetzt... Also Marion und Petra haben ja eher eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Also sie haben wissenschaftlich korrekt recherchiert und sich mit diesem Leben auseinandergesetzt. Bei mir war es, glaube ich, eher eine literarische Arbeit. Ich habe zwar Fakten gehabt, also ich wusste den Lebenslauf der Personen, ich habe auch Dokumente gehabt, Arbeitsbescheinigungen und alle möglichen Sachen und Bilder, Fotos auch. Und habe mir aber immer erlaubt, sozusagen aus der Sicht dieser fiktiven Tochter, einen subjektiven Zugang dazu zu finden. Das war mein Interesse. Und das ist natürlich was anderes als jetzt eine klassische wissenschaftliche Biografie. Darf ich da mal einhaken? Ich finde das, möchte ein bisschen widersprechen, denn eine klassische wissenschaftliche Biografie, das bezieht sich ja eigentlich nur auf die Recherche, auf das Ergebnis. Also wie mache ich aus dieser wissenschaftlichen Pflicht nun die literarische Kür? Das empfinde ich, das ist die Herausforderung bei einer Biografie, die man dann liest. Mensch, das liest sich ja wie ein Roman, das liest sich ja wie eine Erzählung. Also das ist für mich die Herausforderung als Literatin, dass ich so eine wissenschaftliche Biografie eben so schreibe, dass es überhaupt nicht wissenschaftlich scheint. Ich habe viele Biografien gelesen und das ödet mich an, wenn seitenweise die Geschichte aufgearbeitet wird. Kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. In dem Augenblick, wo das, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlich recherchierte Material zu Literatur wird, wie sehr schmeißt einen die Literatur manchmal aus diesem recherchierten Material raus, dass man eigentlich ja im Schreiben plötzlich was anderes schreiben möchte, als das Material es verlangt? Passiert das? Nee, in dem Fall bei mir jetzt gar nicht. Also ich habe diverse historische Romane geschrieben, die alle auf Romane, die alle Romane sind, die also mit fiktiven Persönlichkeiten arbeiten, auch so ähnlich wie bei dir, als Fähre praktisch in diese Zeit, die Leser mitnehmen, da ist das passiert, da kann das auch passieren. Aber in diesem Fall überhaupt nicht. Ich bin einfach, es ist wie wenn man einen Menschen kennengelernt hat oder kennenlernt oder immer besser kennenlernt und auch besser verstehen lernt. Und das war mein Anspruch in diesem Fall, sie verstehen zu lernen, zu begreifen, warum sie so und nicht anders reagiert hat, warum diese Frau die Deutschen liebte. War sie bei dir, wenn du sagst? Sie war bei mir. Sie war mir nie jetzt sonderlich sympathisch. Meine sonderlich sympathische Person war sie nicht. Aber das ist auch nicht das Thema, ne? Sondern ich wollte sie einfach verstehen. Ich wollte sie in ihrer Zeit und in ihren
in ihre Handlung verstehen. Die historischen Romane, die ich geschrieben habe, über Barbarossa oder über, was weiß ich, der Kartograf Martin Weizenmüller, also der Mann, der Amerika getauft hat, oder mein Opa, der Soldat in China war, kurz nach dem Boxeraufstand. Die haben auch ganz viele biografische Züge, aber immer auch fiktive. Das war, in diesem Fall habe ich mich da völlig zurückgehalten, völlig, sondern habe ihr das Wort überlassen, komplett. Kurze Frage, inwiefern sind die Biografierten eigentlich eine gute Quelle? Sie selber nicht, also sie selber nicht nur, Natürlich, weil jeder versucht sich ja gut darzustellen, sie auch, logisch. Sie hat auch Gedichte geschrieben und so, solche Sachen. Aber es gibt ja auch noch andere, die über sie geschrieben haben, die sie erlebt haben, die von ihr erzählt haben. Und dann muss man halt versuchen, sich ein Bildmosaik zu bilden über sie und wie sie wirklich gewesen sein könnte. Die Quellen sind enorm wichtig, ne? Also ja. Wenn da jemand mit einem Packen Briefen nach oben kommt aus dem Keller und sagt, ja, ich habe natürlich auch noch Briefe. Oh, das ist dann... Total, doch, ja. Alles andere ist ja nicht greifbar. Mir kann ja jeder Mensch irgendwas erzählen, wie er sich selber sehr beschönigend darstellt. Ja. Und das ist bei einer Biografie dann anders. Guck mal, auf Sven, was du gerade gesagt hast, das Faktische und das Fiktionale vermischen. Denk mal gerade an diese Friedhofsszene. Ich hätte auch sagen können, und auf dem Friedhof Areal 61a entdeckten wir unter Dickicht, jahrzehntelang gewachsenem Dickicht, den Grabstein von Selmas Vater, der die Daten aufwies, 9. November 1924. Hätte man auch machen können. Ne? Ja, aber da wärst du als Protagonistin wieder drin gewesen in der Geschichte. Nee, fand man, oder auf dem Friedhof steht der... Ja. Ne? Also ich lasse mich da außen vor, in der Biografie darf das nicht sein. Ja. Darum habe ich bei Hede Domin ja dann, nachdem immer wieder Fragen kamen, ja, wie war denn das mit der Domin? Darum habe ich ja das dritte Domin-Buch geschrieben, wo ich quasi meine persönlichen Ereignisse aus Domins Sicht aufnehmen konnte. Und da durfte ich ja dann schwelgen. Und das war dann tatsächlich das Feuerwerk aus Fiktion und Fakten. Das war Helen, die Biografierte als Quelle. Du arbeitest ja jetzt bei dir mit der Quelle selbst, also die Briefe der Biografierten. Ja, aber ich habe auch das Umfeld befragt. Also die Personen, die diese Lilo Grün gekannt haben. Und, stimmt, aber du rückst die Briefe selbst ja in den Mittelpunkt. Ja, in der Mittelpunkt. Ja. Wie verändert das die Biografie, wenn man die Äußerung der Biografierten plötzlich selbst in den Mittelpunkt rückt? Das ist was Sinnlicheres, weil man hört die Stimme dieser Person. Ja, also diese Lilo, die schreibt, man hört, habe ich ja zum Teil so vorgelesen, man hört diese ihre Stimme einfach, ihren Sound, ja, wie sie im Leben war, finde ich, das hört man dadurch. Und das war mir wichtiger als Fakten oder Objektivität. Völlig richtig. Die Frage ist ja immer, wie wirkt das dann? Also manchmal kommt man ja mit ein bisschen Fiktion der Geschichte plötzlich dann doch am nächsten. Ja. Ist ja manchmal vielleicht auch so. Oder mit einer Einfühlung in eine Person oder so. Ich dachte jetzt mal ans Schreiben. Also du hast diese Briefe und dann schreibst du die Antworten. Mhm. Wie oft hast du die Antworten geschrieben? Oh, Jahre. Das hat ewig gedauert. Weil ich denke, im Prozess verändert sich das ja ständig. Das ist ja nicht so, als wenn ich Fakten habe. Die Fakten bleiben ja da. Mhm. Aber wenn du dich mit der fiktiven Person im Zwiegespräch bewegst, dann wechselt ja auch der Blickwinkel, dann wechselt die Zeit, dann passiert ja, mit einem selbst etwas. Praktisch diese Person, die ist mir dann präsent und die spricht dann auch.
Die spricht dann auch mit dir. In mir. In dir. Durch mich. Das ganze Umfeld, Helen, musst du ja auch recherchiert haben, nicht wahr? Bitte? Das ganze Umfeld musst du ja auch recherchiert haben, wie das in den Psychiatrien damals war, wie das in der Zeit war. Ja. Also das ist auch bei einem fiktionalen Roman. Ja, natürlich. Ich bin auch in die Archive gegangen und habe hier in Baden-Württemberg eine Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder. Da kann man sich auch erkundigen und die wissen auch einige Sachen. Was sind klassische Hindernisse bei so einer Recherche? Gibt es so ganz klassische Hindernisse bei einer Biografie-Recherche? Also was weiß ich, die Verwandten oder abgebrannte Kirchen und es gibt keine Kirchenbücher mehr für irgendwelche Daten oder was ist so ein... Naja, also die Psychiatrie zum Beispiel, die blockt ziemlich. Also die wollen mir nicht erzählen, was sie in den 50er, 60er Jahren mit ihren Patienten gemacht haben. Da komme ich bisher also auch noch nicht richtig dran. Also das ist ja auch eine politische Sache, was die damals, wie die mit Frauen umgegangen sind. Die waren alleinerziehende Frauen, was Geächtetes. Ne? Und die haben sie ja auch entsprechend behandelt. Die Kinder auch. Petra, das klassische Hindernis in der Biografie-Recherche. Eltern oder was? Nee, kann ich nur erzählen, was mich nervt. Ich schreibe eigentlich nur Bücher, weil ich fürchterlich neugierig bin und wundere. Und dann kommt am Ende kommt dann ein Buch raus, das finde ich toll. Aber so die Recherche an sich, das Lernen über fremde Welten, über andere Welten, auch die Vorsicht, die man dabei walten lassen muss, nicht immer aus der heutigen Sicht, also jetzt sind wir zum Beispiel im 19. Jahrhundert, ich war im 12., im 13., im 15. Jahrhundert. Ja. Man muss ja wirklich aufpassen, dass man nicht auch jetzt als Frau von heute, mit dem Selbstbewusstsein von heute, Frauengestalten beschreibt, die in einer völlig anderen Zeit gewesen sind. Und da ist die Versuchung manchmal schon da, dass man sagt, ja, wieso hat die das jetzt nicht so gemacht oder warum hat sie sich nicht gewehrt oder wie auch immer. Und dann stört mich natürlich ganz extrem, wenn ich unbedingt was wissen will und ich finde nichts. Das macht mich immer ganz kiebig und da gebe ich auch nicht auf. Also da bin ich dann schon sehr, sehr nachhaltig, muss ich sagen. Und bevor ich das nicht gefunden habe oder da nicht zumindest einen Hinweis drauf gefunden habe, gibt es kein Buch. Keine Chance. Also die Autorin selbst als Hindernis in der Recherche? Oder? Ja, vor allen Dingen meine Neugier. Ne? Ich will ja so weit wie möglich da reinkriechen in die Zeit, in die Köpfe der Menschen, versuchen rauszufinden. Eigentlich, wie ist unsere Welt geworden, wie sie geworden ist? Die sind ja alle, die haben ja alle vor uns gelebt oder die haben vor uns gelebt. Und aber gibt es dann nicht auch irgendwann den Punkt, wo man sagt, nee, jetzt habe ich die Nase voll? Nee. Nee, das ertrage ich nicht mehr? Nee, das passiert höchstens, wenn ich dann zum 20. Mal die Geschichte selber nochmal durchlesen muss, die ich längst kenne. Das finde ich schrecklich. Das ist überhaupt nicht meins. Meine Bücher immer wieder und wieder und wieder gegenzulesen. Es gibt Autoren, die machen das toll und die können das. Und ich will einfach nur, ich habe die Geschichte geschrieben und die kenne ich jetzt und jetzt ist gut. So. Kann ich gut nachvollziehen, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ich schreibe ja Theaterstücke unter anderem und wenn das Ding beim Theaterverlag ist, dann finde ich schön, das mal auf der Bühne zu sehen, aber was die dann auf der Bühne machen, ist dann deren Problem. Genau so, Das Kind ist dann weg. Gründe, die einen zwingen dann plötzlich, ich habe die Nase voll. Marion, du hast jetzt diese Szene der Rumänen beschrieben. Ich meine, solche Gräuel sind ja möglicherweise auch so ein Punkt, wo man so denkt, nee, ich kann nicht mehr, das Fass ist voll, ich ertrage es nicht. Ich schlafe seit Wochen mit diesen Leichen, ich will nicht mehr. Da beginne ich dann Fenster zu putzen und zu und so. Was machst du, Marion? Tatsächlich innehalten, das kann man nicht ertragen. Man kann nicht in einem schönen Sommer draußen sitzen und liest die Briefe aus den Lagern, wo die Menschen sich umbringen, um ein Stückchen Brot aus der Hand des anderen zu nehmen. Oder wenn ich, also das mich prägt sowas auch ganz nachhaltig, dass ich
einen Joghurtbecher wirklich manisch auslecke und denke, da hätten die, mit diesem Rest hätten die überlebt, ne? Was wir so einfach so beiläufig auskratzen. Also man kriegt ein ganz anderes Bewusstsein. Und ich habe am Anfang auch, ich wollte diese Gräuel auch den Leser zumuten. Dann hat aber der Verleger doch auch gesagt, schreiben Sie das ein bisschen zärtlicher, das erträgt niemand. Diese Brutalität kann niemand. Dann kann ich nur sagen, die Bestialität konnte man sich nicht vorstellen. Dazu fehlte die Fantasie. Was die wirklich gemacht haben, dass die Frauen und Kinder auf Holzstöße geschnallt hatten und mit der Maschinensäge bei lebendigem Leibe zersägt haben. Das ist mir so nachgegangen, da konnte ich dann auch wirklich eben nicht schlafen. Und da wache ich dann morgens um 4 auf und will weiterschreiben und dann bin ich ganz in diesem Thema drin. Aber man muss aufpassen, dass man sich nicht mitreißen lässt. Mhm. Auch in dieser Manie, das muss die Welt wissen. Ne? Mhm. Helen, gab es bei dir solche Momente auch? Ich meine, mir gab es auch. Also, die Psychiatrie? Ja, natürlich. Also das Mitgefühl, man sagt ja immer, Mitgefühl soll man haben, aber kein Mitleid oder so ähnlich. Aber ich habe streckenweise ganz niedergeschlagen, also Depressionen fast gehabt, weil das einfach schlimm war. Ja. Also die Stimmung ging einfach in den Keller. Blöde Frage, weil mir das gerade durch den Kopf schießt. Wie ertragen das eigentlich so die Lebenspartner? Weil du sagst, ich hatte plötzlich Stimmung im Keller und so, die Marion sagt, sie wacht um 4 auf oder so. Wie ertragen das eigentlich die Lebenspartner? Man erkennt das schon. Wenn ich in die Ferne gucke und nicht ansprechbar bin, dann weiß er schon, okay, sie ist jetzt in einer anderen Welt, lass sie einfach in Ruhe, wartet, bis sie wieder zurückkommt. So. Ich finde es sehr tapfer, mit so einer Frau zusammen zu sein, also muss ich schon sagen. Weil er was völlig anderes macht. Er hat mit Zahlen zu tun und hat mit Fantasie überhaupt nicht viel am Hut. Aber er hat die Gabe, mich sein zu lassen. Und so jemanden braucht man, glaube ich, bei solchen Berufen. Mein Partner hat die Lebensneugier, die ich auch habe, und lässt sich da gerne einbinden, dass er dann mit recherchiert, dass er auf eigene Spuren sich begibt und sagt, ich habe da gerade über Tschernobyl was Interessantes gelesen. Hast du das schon gesehen? Also das ist ein toller Austausch eigentlich. Und er ist auch mein Lektor, mein erster Leser. Und das ist sehr, sehr bereichernd. Ellen. Kleber, nein. Ich muss es alleine aushalten. Du musst es alleine. Das ist manchmal wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne? Das alleine aushalten. Das hat auch Vorteile. Ja, man muss sich nicht den Kopf machen, dass man jetzt jemand anderen auch noch belastet, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja gut, das stimmt. Weil manchmal, dass man mit seinen Protagonisten ins Bett geht, ist ja die eine Geschichte, aber wenn man mit den Gräueln ins Bett geht, das ist ja noch was anderes. Schlaflose Nächte, die man dann hat. Aber ich möchte das auch so haben. Ich möchte in dieser Zeit, ich habe 3 Jahre an der Selma geschrieben, 3 Jahre an der Domin geschrieben, ich möchte in dieser Zeit gar nichts anderes wissen. Ich möchte diese Zeit aufsaugen und tauche da ein. Und da möchte ich mich auch gar nicht ablenken lassen. Also, das verstehe ich, Marion. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Stück über Adolf Eichmann geschrieben. Ich war froh, als er nicht mehr in meinen Träumen herumgeisterte, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, irgendwie morgens aufzuwachen und festzustellen, von Adolf Eichmann. So, das ist irgendwo so der Moment, wo ich so denke, nee, jetzt ist mal gut. Deswegen tauchte die Frage eben auf, so, wie gehen die Partner damit um oder wie ist das selbst, wenn man mit so Gräueln plötzlich, wie geht euch das, damit rumgeht? Und gerade bei Biografien ist das ja nochmal auch so, das ist ja noch, das hat ja so was Hautnahes plötzlich. Ne? Also du schreibst über Selma, du lebst mit ihr. Was weiß ich, Helen schreibt über die Dora, nee, Lilo, die in der Psychiatrie ist und so. Das ist ja so, als wenn die zur Familie gehören plötzlich. Mhm. Ne? Das rückt ja in Gang. Das ist einfach Teil des Arbeitsprozesses. Das gehört dazu. Mir geht es da nicht immer gut dabei. Mhm. Also oft macht mir ja Spaß, ich mache das ja freiwillig.
Aber das gehört dazu, dass ich dann manchmal einfach im Keller fahre. Ja, aber es gehört doch zum Bücherschreiben an sich ohnehin dazu. Also ich weiß nicht, wie oft ich irgendwann in der Mitte oder am Ende oder vor einem Buch gedacht habe, komm, lass dich einsagen, das wird sowieso nichts. Andere sind es viel besser und die schreiben viel schönere Sätze als du. Und aus dem wird nie was. Und ja, das gehört mit dazu. Also ohne diesen Zweifel, der ja auch treibt, der einen ja auch vorantreibt, immer wieder neu zu versuchen, das doch hinzukriegen, wird es ja nichts. Wobei ich in diesem Fall ja Glück hatte, Glück in Anführungsstrichen, ich habe nicht so schreckliche Geschichten schreiben müssen bei der Mary Kotman. Gut, die hatte auch einiges in ihrem Leben, aber es war jetzt nicht so, dass sie in die Psychiatrie geschickt worden ist. Die hat höchstens Leute in die Psychiatrie geschickt oder dass sie so schreckliche Erlebnisse hatte, wie diese Elma jetzt. Bei Romanen, also ich fälsche da ja auch keine Fakten, aber dann, da kann ich entscheiden, was ich schreibe und was nicht. Und ich schreibe zum Beispiel ganz ungern über Schlachten. Die lasse ich wenn Glieder abgehakt werden oder so. Bei der Biografie ist es ein bisschen schwierig zu entscheiden, was schreibe ich oder was schreibe ich nicht. Ja, das gehört einfach zu dir in dem Leben. Beim Roman kann ich das schon. Da drücke ich mich dann manchmal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ist auch. Also, was schreibe ich, aber wie schreibe ich es? Ne? Ja. Dass ein Film abläuft. Ich schreibe so lange, bis ich sehe, was ich geschrieben habe. Ja. Wenn ich das dann plastisch sehe, dann sage ich, so, jetzt ist gut. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt und noch gar nicht angefangen. Bevor wir gehen, die letzte kleine, Marion hat es ja schon beantwortet, Menschen aus dem Vergessen zu entreißen, Helen und Petra, was ist für euch der größte Reiz bei einer Biografie? Warum über andere schreiben? Zu verstehen. Würde ich auch sagen. Ich möchte verstehen können, wie Menschen in anderen Zeiten, in anderen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen gelebt haben, wie sie damit umgegangen sind, was sie daraus gelernt haben. Und auf diese Weise möchte ich eigentlich auch verstehen, warum die Welt, wie sie jetzt ist, so ist, wie sie ist. Da gibt es ja diesen alten Indianerspruch, wenn du nicht weißt, woher du kommst, wie willst du wissen, wohin du gehst? Und das finde ich, also ist für mich sehr, sehr wichtig. Das heißt, Biografien schreiben, Biografien lesen, auch um die Welt zu verstehen? Könnte man das so sagen? Um Möglichkeiten zu verstehen, mit dem Leben umzugehen, entweder in dieser Zeit oder in verschiedenen anderen Zeiten. Also ich bin jetzt nicht so der Leser von von Büchern, die, was weiß ich, Sorge dich nicht lebe oder sowas. Ich mag lieber lesen, wie andere Menschen mit Situationen umgegangen sind. Ja. Bei mir war es aber auch das Motiv, Zärtlichkeit. Ne? Warte, Marion, ganz kurz. Der Antrieb zum Schreiben von Biografien ist für mich Menschenzärtlichkeit. Okay. Schön, das ist ein schöner Ausdruck. Helen? Ich wollte nur noch mal sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, also den anderen besser verstehen, aber auch würdigen. Also mir war es diese Frau, diese Lilo, die ja eigentlich ein würdeloses Leben leben musste. Ich wollte ihr nachträglich sozusagen Würde verleihen. Schön. Ja. Ich glaube, das ist ein besseres Schlusswort, kann es nicht geben. Deswegen an dieser Stelle euch dreien ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Allen da draußen wünsche ich einen schönen Abend. Im Chat wird gerade applaudiert. Der Applaus gehört euch. Und alle, die heute dabei waren, nächste Woche ist die letzte der ersten Staffel. Und es kommt unter anderem der ehemalige VS-Vorsitzende Uwe Friesel. Ich glaube, das wird auch ein spannender Abend. Der hat bestimmt auch eine Menge zu erzählen. Und und damit verbleibe ich. Vielen Dank an euch und schönen Gruß da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Ich danke.